Hallo allerseits und herzlich willkommen zur 395. Folge vom Let's Play OMSI 2 Onibus Simulator mit mir, eurem Julian Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Krummenab Updated. Wir fahren jetzt die Shuttle-Linie S31. Sie führt vom Hauptbahnhof nach Flossenbürg KZ Gedenkstätte. Fahrzeit ungefähr zwischen 25 bis 30 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O530. G, EMT, W, Krüger, Matrix, Monochrom. Wir fahren im EMT, Repaint. Gelswetter, Stuttgart, es regnet. Wir fahren es auch direkt los. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Hotel Igel. Übergang zur Linie 6295 in Richtung Eger Bahnhof. Ah, das ist der Motorbug, wo der Motor ausgeht. Wieder ausgegangen. Was ist denn auf dem Bus? Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Shuttle-Linie S31. Sie führt uns vom Krummenab Hauptbahnhof nach Flossenbürg KZ Gedenkstätte. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher an Farben Samstags regnerische Krummenab begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen schon aus Busfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Wir sind jetzt erst wieder in Baumgarten. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch alle draußen geht's allem entsprechend gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 365 Abonnenten. Und bei einer Aufrufzahl von knapp an die 120.000 Aufrufe. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren ganzen kostenlosen Support.
Warum geht der Motor dauernd aus? Bei 5 hier fahren wir auf 50. Schau mal, der Tacho zeigt an, dass wir knapp an die 30 km/h fahren, aber die rote Schrift zeigt, dass wir 50 fahren. Ach, ich freue mich schon so auf morgen. Da haben wir ja unser nächstes Auswärtsspiel in Waldrems. Sind auch sehr schöne Bahnen, also schöne Asphaltbahnen. Ja, ich werde dann heute Abend meine Sachen bereitlegen. Also meine Kegelsachen, die ich dann morgen früh dann anziehen werde. Dann werde ich um kurz vor 10 Uhr zu meinem Cousin laufen. Auch schon wieder ist der Bus ausgegangen. Was ist das ändert? Ich bin auf der Bremse und er ändert den Gang nicht. Toll, danke schön, Omsi.
Ah, 80 ist jetzt. Schön. Ich bin auch schon sehr gespannt, ob man hier die Nachbuslinie auch fahren kann. Das war noch Geld. Und wieder ausgegangen. Toll, danke, Omsi. Blöder Motorbug. Ich frage mich echt, ob die Busfahrer das extra machen. So blöd fahren echt viele Busfahrer. Ja, so blöd fahren echt viele Busfahrer. Da haben sie ja recht, die Dame. Aber ich bin nicht einer von denen. Bin auch gar nicht so schnell in die Kurve reingefahren. Oder soll ich hier mit 30 in die Kurven fahren? Egal, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn der Bus ein bisschen verbuggt ist. Ist doch egal. Wir fahren den Kosten, kostet es, was es wolle, ne? Ich bin ja Omsi-Busfahrer und keine Memme. Und ich ziehe das durch. Und einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass ich meinen Bart abrasieren soll. Ne? Nein, das mache ich nicht. Das ist dann meiner und ich darf ja auch selber entscheiden, ob ich den dran lasse oder nicht und nicht was anderes sagen. Stell dir vor, jemand würde bei dem meinen YouTube-Kollegen und Kolleginnen das reinschreiben, die wollen Bart haben schreiben und dann sollen abschneiden. Glaubt ihr, er würde das machen? Glaube ich auch nicht, dass er das macht. Das ist ja seine Entscheidung, was er damit macht und nicht was anderes sagen. Aber es ist wirklich echt eine wunderschöne Strecke. Mit allem, was dazu gehört, mit Stadt und Überland. Ist das unbegrenzt, jawohl. Ich freue mich schon stark, euch die nächste Themenwoche zu zeigen.
Aber habt ihr Lust, dass, dass ich am Sonntag einen Livestream mache? Weil ich hätte Bock zu einzumachen für euch. Nur wisst ihr, ich weiß halt nicht von welchem Spiel oder was ihr gerne sehen möchtet. Aber da würde mir das so gegen Nachmittag so stattfinden. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Was ihr gerne sehen möchtet in dem Livestream. Dann kann ich den heute noch ankündigen für Sonntag und dann. Oder habt ihr Lust wieder, dass ich einen Omen-Stream mache? Und die Leute trolle. Aber dann mache ich eine Unerkennlichkeit davor und frage die Leute vorher, ob sie gezeigt werden möchten, weil die Stimmen darf man, glaube ich, aufnehmen, aber nicht die Person vom Gesicht her, wenn ich das nicht möchte. Genau so war es, ja. Die 51, nein, wir fahren die S31. Das ist für uns geradeaus. Die Verspätungsanzeige geht zuerst hoch und danach geht sie runter. Also dann stellen sie sich um auf Verfrühung. Vor 1 müssen wir dort sein, das heißt in 2 Minuten. Aber Verspätung haben wir schon 7 Minuten. Hä? Ich glaube, oben sie hat wieder den Fahrplan kaputt gemacht. Ah, jetzt hat das geändert. Seht ihr, jetzt haben wir noch 0,3. Jetzt hat das geändert. Ich habe schon Angst gehabt, dass der Omsi den Fahrplan kaputt gemacht hat. Aber desto näher man ans Ziel kommt, desto besser wird der Fahrplan. Aber Luftfeuchtigkeit, schaut mal, 109%.
War der Haltewunsch? Oh, sogar der Windräder drehen sich. Das ist cool. Das ist cool gemacht. Flossenbürg Gedenkstätte. Übergang zur Linie 6295 in Richtung Flossenbürg Bahnhof. Endpunkt. Fahrgäste bitte aussteigen. Jetzt weiß ich, woher ich den Haltesound, den Ansagen kenne. Der hat ja wohl voll einen an der Pfanne. Ja, ich hab voll eine Pfanne daher. Was möchten Sie denn in die Pfanne reinkriegen? Sie können sich auch gerne hinsetzen, ne? Es sind viele Plätze frei im Bus. Aber weiß nicht, soll ich hier mit 30 entlang tuckern oder was? Durch die Kurven. Der Busfahrer fährt aber ganz schön schlecht. Der Busfahrer wird ganz schön schlecht? Dann fahr doch besser. Mag der Busfahrer seinen Beruf nicht? Warum ist er so grimmig? Der Busfahrer fährt aber ganz schön schlecht. Das ist das ASR. Ich fahre nicht schlecht. Mein Gott, heute seid ihr echte Meckerfritzen, ne? Liebe Fahrgäste. Ich bin ja nur noch einmal hier. Dann fahre ich jetzt hier beim nächsten Mal die Nachtbuslinie. Wenn man die fahren kann. Und dann komme ich auch nie wieder hierher nach Krummenab. Dann haben sie Ruhe von mir. Dann werde ich versetzt nach Lemmental. Ist der betrunken? Also wenn Sie jetzt nicht anständig fahren, dann rufe ich die Polizei. Da besteht ja eindeutig der Verdacht, dass Sie Drogen konsumiert haben. So hektisch, wie Sie sind. Ich muss ja meinen Fahrplan einhalten, der Herr. Und ich habe keine Drogen zu mir genommen. Ich halte mich von sowas fern. Auch vom Alkohol und vom Rauchen. Das dürft ihr auch nicht nachmachen. Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt Ihr Fahrstil gar nicht. Ich hab doch nichts berührt. Ich hab doch Kollision aus, die Dame. Also seien Sie mal ganz ruhig da hinten. Man, da tuckert hier auch mit 30 entlang, obwohl hier überhaupt gar keine Schilder sind, dass hier erlaubt ist. Mann, immer das so lecker.
so, es regnet doch noch. Bei mir ist ja auch draußen gerade Schiedwetter. Also mit Regen und so. Aber es soll in den nächsten Tagen auch bei mir vielleicht anfangen zu schneien. In meiner Region, wo ich wohne. Das wird dann richtig witzig, wenn wir hier dann im Winter fahren, Leute. Das wird dann richtig witzig. Das sieht richtig in die Länge aus, ne? Ich finde diese Strecke. Höchstgeschwindigkeit 66,2. Oh Gott. Und der Tacho ist über 30. Auch nicht schlecht. Wenigstens habe ich einen Teil Abstand zum Vordermann. In 16 Minuten müssen wir dort sein, oder es wird dann Abfahrt. Warum ist denn hier 40? Okay, schon mal 40. Und dass die Leute sich wieder beschweren, du fährst so schnell. Wir sind jetzt eh schon am Ziel. Endstation.
So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne mir ein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen oder wünsche gerne mich in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge natürlich wieder. Dann versuchen wir hier den Ding zu fahren, die Nachtlinie N65. Und ja, das war unser Bus, unser Mercedes-Benz O530G mit dem Krüger Matrix Mod EMT, also aus dem Palma de Mallorca Add-on. Dreitürer von der Linie S31. Also ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, baut kein Mist und schaut gerne auf Instagram und auf Discord vorbei. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!